Ja, aber Nico vielleicht noch gar nicht. Danke, kein Bedarf. Das glaubst du nicht? Wieso kannst du dir das nicht vorstellen? Das ist doch nicht der Typ für sowas. Da ist nichts dran an Vanessas Vorwürfen. Ich habe Vanessa durch die Entführung besser kennengelernt. Ja, das war ja auch eine Ausnahmesituation. Und ich habe mitbekommen, wie verletzlich und sensibel das Mädchen ist. Eben, ein Mädchen ist sie. Setzt Dinge in die Welt, ohne an die Folgen für Lars zu denken. So kaltschnäuzig ist sie doch nicht. Ich erlebe sie doch hier in der Kneipe mit ihren Freundinnen. Entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, aber sie kann schon ein ganz schönes Luder sein. Und was ist mit Lars? Kennst du ihn wirklich so gut? Carla, ich war lange mit ihm zusammen. Man kann ihm viel vorwerfen, aber das bestimmt nicht. Hanna, er will meine Verlobung auffliegen lassen. Meinst du, ich sorg mir das aus den Fingern? Nein. Du weißt, was das für uns bedeutet. Aber es geht auch um Lars' Existenz. Wenn das nicht richtig gestellt wird, dann kann der einpacken. Ja, vielleicht war er ja verzweifelt und konnte sich nicht anders helfen, aber Carla, er ist bestimmt unschuldig, ganz bestimmt. Du willst tatsächlich zu Lars? Ja, und zwar gleich. Anna, ich weiß nicht, er ist doch momentan völlig unberechenbar. Hör mal, ich fahre zu meinem Ex und nicht zu einem Monster. Soll ich nicht doch besser mitkommen? Nein, ich will nur mit ihm reden, ich will ihn nicht provozieren. Was versprichst du dir eigentlich davon? Naja, er soll aufhören, dich und Bernd zu erpressen. Das wird er sich ausgerechnet von dir sagen lassen. Ja, von wem denn sonst? Dass er sich überhaupt auf Vanessa eingelassen hat, ist vielleicht sogar meine Schuld. Wie kommst du denn darauf? Naja, ich habe ihn deinetwegen verlassen. Offenbar hat er das nicht verkraftet. Am besten ich fahre gleich zu ihm. Du wirst ihn doch nur noch mehr in Rage bringen. Carla, ich glaube ihm. Und vielleicht lässt er ja mit sich reden, wenn ich ihm das zeige. Vanessa hat sich das nur ausgedacht. Ich muss ins No Limits, Isabel wartet. Du bleibst schön hier und ruhst dich aus. Oh, Scheiße, ich habe ihr das versprochen. Komm. Isabel sieht das bestimmt genauso. Wirklich kein Frühstück? Ich kriege überhaupt nichts runter. Carla, würdest du ihr bitte klar machen, dass sie zum Arzt geht? Wie oft soll ich das jetzt noch sagen? Ich brauche keinen Arzt. Es wäre aber wirklich besser. Ich habe ein paar blaue Flecken, aber kein Fieber. Deswegen muss man nicht gleich so einen Aufstand machen. Kann es sein, dass du das wegen Lars tust? Oh. Um ihm Schwierigkeiten zu ersparen. Hanna, ich finde, deine Loyalität geht entschieden zu weit. Jetzt hör bitte auf damit. Vanessa macht ihm schon genug Schwierigkeiten. Er ist kein Vergewaltiger. Was hat das denn mit deinem Sturz zu tun? Ich glaube ihm, dass er mit den Nerven am Ende ist. Was würdest denn du machen, wenn du in so einer Situation wärst? Der ist nicht am Ende, der ist gewalttätig. Er hat dich die Treppe runtergestoßen. Es reicht mir jetzt langsam, Carla. Du siehst wirklich Gespenster. Er wollte nur an mir vorbei. Schon gut. Ich hab's kapiert. Du willst ihn schützen. Aber tut mir leid, ich finde das nicht richtig. Was hast du vor? Irgendjemand muss ihm die Grenzen aufzeigen. Und wenn du es nicht machst, dann mache ich es ihm. Carla, bitte, ich will das nicht. Bitte. Hanna, tut mir leid, aber damit muss einfach allemal Schluss sein. Bis später. Scheiße. Hallo, ist Hanna noch oben? Ja, Isabel auch. Hanna, das geht wirklich nur im Krankenhaus. Hanna, was ist denn los? Süße, ist nicht so schlimm. Was hat sie? Es ist die Niere. Was ist damit? Hanna schwebt in Lebensgefahr. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Wir bringen sie sofort in OP3. Der angekündigte Notfall? Ja. Innere Blutung nach einem Sturz. Bereiten Sie bitte Ultraschall und eine Not-OP vor. Professor Malmann ist unterwegs. Wunderbar. Ich werde ihm assistieren. Alles wird gut, ganz bestimmt. Mach dir keine Sorgen. Ich bin safe. Professor Malmann ist wirklich ein hervorragender Arzt, aber wir müssen. Ich schaff das.
Sie müsste gleich aufwachen. Ich sorge dafür, dass euch niemand stört. Danke. Auch hallo. Sag mal, war Lars inzwischen bei dir? Nein. Wie geht's ihm denn? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn dann gestern nicht gesehen. Er ist nicht zu Hause und geht auch nicht ans Handy. Langsam beunruhigt mich das, Hanna. Er hat sich solche Vorwürfe gemacht, er muss sich scheußlich fühlen. Aber es war nicht seine Schuld. Es war ganz klein ein Unfall. Das sehe ich anders. Du musst ihn anzeigen. Sieh doch mal, was er dir angetan hat. Carla, bitte, ich bin gestürzt. Nachdem er dich gestoßen hat? Nein, er wollte an mir vorbei. Hanna, er hat dich fast umgebracht. Sag mal, du warst überhaupt nicht dabei. Schon gut, ich verstehe dich ja. Ihr wart schließlich mal zusammen. Aber Hanna, der Mann ist eine Gefahr. Du willst Lars um jeden Preis die Schuld geben. Mach ihn nicht zum Sündenbock, bitte. Es ist sowieso schon alles sehr, sehr ungerecht. Von wegen sexueller Nötigung. Ich hab's dir ja gesagt. Boah, ist das ein Biest. Komm, reg dich nicht auf. Vanessa hat doch inzwischen eingesehen, wie gemein ihre Intrige war. Ja, Lars' Ruf ist trotzdem ruiniert. Also bei ihr hätte ich bestimmt keinen Grund zur Eifersucht, oder? Oh, wer weiß. Das ist der Dragoner unter den Krankenschwestern. Ach komm, das Personal ist nur dazu da, um darauf zu achten, dass du dich schonst. Dir wurde eine Niere entfernt. Da solltest du jede Anstrengung vermeiden. Ich fühle mich aber schon wieder total fit und da frage ich mich halt manchmal, was ich hier mache. Also wenn du schon wieder so rumquengeln kannst, dann scheint es dir wirklich besser zu gehen. Ich quengle nicht. Nein, gar nicht. Wirklich, Carla, ich möchte nach Hause. Ja? Na, ihr zwei? Das ist gut, dass du kommst. Kannst du mal die Ärzte fragen, ob die mich heute rauslassen? Und? Darf ich raus? Ich habe mit dem behandelnden Arzt gesprochen. Professor Malmann. Er fände es unverantwortlich, dich so schnell nach dem Entfernen der Niere zu entlassen. Außerdem hast du gleich noch einen Termin für weitere Untersuchungen. Na toll. Ach komm, ich werde dich jede freie Minute besuchen. Da gibt es noch etwas. Ja. Du darfst heute Nacht zu Hause übernachten. Echt? Aber nur unter der Voraussetzung, dass du dich schonst und morgen hier pünktlich wieder auftauchst.